Vorher trinken wir nicht. Eingeschlafen. Kann man sich mit solchen Körpern vor Frauen kaum retten? Muss Markus Mario? Sagen. Muss Markus sagen. Keine Ahnung. Eben als aus dem Smart ausgestiegen ist, da haben die Frauen schon wieder gekreischt. Also. Ja, aber ich glaube, das ist ein anderes Kreischen. Das ist natürlich Geschmackssache. Denke, das nicht kann ich den, komm, den baue ich mit ein. Ich habe im Smart keine Ellbogenstütze, Ellbogenlehne, ne? Aber wenn Markus da drin sitzt, habe ich eine Schulter so. Habe ich ein Schlafplätzchen zum Anlegen. Das muss jeder wissen, ne? Das muss jeder wissen. Das ist jetzt so nett. Markus. Aber jetzt mal so als Motivation für die Jungs, die vielleicht überlegen, Sport zu machen. Das ist schon, und ja, das jetzt so rein, das ist so eine total naturwissenschaftlich oder wissenschaftlich belegt. Kommt das schon gut bei Frauen an, glaube ich, oder? Also das ist, glaube ich, schon... Boah, da habe ich ein ganz interessantes Beispiel. Ja? Ich glaube, also ich weiß nicht, wenn man... Ich glaube, wenn Stripper irgendwo, der nicht durchtrainiert wäre, würde sich den keine Frau angucken. Ist einfach so. Ne? Das ist halt das Bild. Gut, ja. Aber Frauen reagieren doch gar nicht auf Stripper. Gar nicht, oder? Gar nicht. Hast du das schon mal gehört, dass Frauen kreischen? Ich habe auch nur so Sendungen gesehen, wo man die dann gezeigt hat, dass sie dann... Das war bestimmt so... Berlin oder Köln 60, 40, irgendwas, so ist es alles gestellt, oder? Ich glaube. Frauen sind auch viel tiefgründiger. Total tiefgründig. Die haben auch keine Triebe, die in denen irgendwie verwurzelt sind. Und was ist das denn? Gibt's nicht. Der Charakter zählt. Der nur der Charakter zählt, also ich meine. Haarfarbe. Nein, also. Nee, klar, sicher, ich sag mal so. Ich hab mal so ein. Im Interview gesagt, warum hast du angefangen zu trainieren? Dann habe ich auch mal so gesagt, ja, es war ganz lustig und so. Ich hatte meine Vorbilder, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger und so. Ne? Und als die Mädels im Freibad dann gesagt haben, oh cool, ne? Irgendwie so, du merkst schon, glaube ich, dass das, wie du sagst, ne, dass das auch ankommt. Ne? Aber es geht ganz schnell in den Bereich auch, wo Frauen dann auch sagen, das ist mir zu viel. Ja, absolut. Wenn wir auf der Bühne stehen und so abgeledert aussehen und so plastisch aussehen, dann weiß ich nicht, sagen wir 9 von 10 Frauen so No-Go. Ja, das ist ganz trockene, ne? Das ist da, glaube ich, echt... Auch zu viel Masse, so, zu viel Muskulatur. Ja. Ich denke einfach, dass schnell, ganz schnell, weil für Männer ist immer, je mehr, desto besser, ne? Meistens. Und für Frauen ist ab einem gewissen Punkt, glaube ich, einfach sagen die ganz schnell... Der hat nichts anderes zu tun in seinem Leben. Der setzt sich nur mit seinem Sport auseinander. Der guckt den ganzen Tag nur in den Spiegel. Ich fühle mich dabei sowieso immer schlechter, weil ich esse auch gerne mal ein Stück Kuchen oder ein Stückchen Schokolade. Und dann muss ich daneben immer irgendwie, unangenehm, so. Das ist unangenehm. Deswegen haben auch, das ist auch so eine Klischee-Sache, viele Bodybuilder, die so voll durchtrainiert sind und total auf sich achten, was haben die teilweise für Freundinnen? Nicht genau dasselbe. Also nicht so, wo du dir denkst, so das weibliche Pendant dazu, sondern so. Ja, oder das männliche Pendant. Ja, oder total gesehen. Die. Markus Rühl. Ja. Ja, genau. Oder, ja, oder. Das voran. Ja, aber gut, ich glaube, das ist eher seltener. Ich glaube, eher ist es eher so das Weiche, das sehr feminine, so. Obwohl schon cool ist, wenn die Freundin auch irgendwie ein bisschen den Lifestyle mitlegt, oder? Ja. Ein ganz ohne geht, glaube ich. Ganz ist schwierig, ist echt schwierig. Also, sonst verstehen wir, also wenn die dagegen lebt, ne? Das ist echt, dass sie abends blockiert, Pizza isst dann und irgendwann man ist da mit dem König Frischkäse irgendwie dann. Der Magergeschmack und der Pizza. Also, ich mache das anders. Wenn ich in Wettkampfvorbereitung bin, dann fütter ich meine Freunde. Ne? Ja. Oh, ich leckere Sachen für die und so. Das ist meine Art Meditation und so Vorfreude auf das, was dann irgendwann. Ey, du isst das dann nicht, oder was? Nö, ich esse das dann. Das könnte ich auch nicht. Tja, das ist cool. Das hat was mit Schwäche zu tun. Wessen jetzt? Oder es hat was mit Stärke zu tun. Apropos Essen, sind Supplements definitiv notwendig? Sind die ein Muss? Kein Muss. Muss auf keinen Fall. Kein Muss. Aber eine sehr, sehr gute Hilfe. Wirklich, es erleichtert, sich seine Nahrung richtig zusammenzustellen. Ist total schwierig, obwohl bei dem heutigen Eiweiß kriegt man das aus der Nahrung so leicht. Also man müsste viel genauer gucken, wann wird was verdaut, welche Makronährstoffe brauche ich wann und wie viel genau und dann Shake ist ein Shake und fertig. Also ist auch eine Frage von Variation. Wenn du jeden Tag weißt, ich brauche so und so viel Eiweiß, dann hast du die Wahl zwischen Quark, Hähnchen und
Fisch vielleicht noch. Ja. Wenn du jetzt eins davon nicht magst, bleiben noch zwei Sachen. Light Meat. Light Meat, natürlich. Aber wenn du das jetzt auch nicht zur Verfügung hättest, dann, ja, und dann keine Proteinquelle als Ersatz, zum Beispiel als Pulver, dann wird es schwierig. Ich glaube, die Frage zielt wahrscheinlich auch, braucht man irgendwie Booster oder braucht man irgendwie so einen Kram? Braucht man auch nicht, aber cool sind sie trotzdem, finde ich. Also ich trainiere total gerne, jetzt nach der Arbeit irgendwie noch, spät abends. Klar braucht man es nicht, aber es ist praktisch, es ist nützlich. Spaß. Genau, es ist nützlich. Absolut. Also wenn du mich jetzt fragst, ich habe ja per se da auch eine sehr eigene Meinung zu. Grundsätzlich sage ich immer noch im Seminar, nein, ihr braucht das nicht. Aber es kommt halt immer darauf an, wer sitzt vor dir. Ich sag mal, wenn jetzt so der Autonormalverbraucher vor dir sitzt, der dreimal die Woche für 90 Minuten ins Fitnessstudio geht, dann braucht der mit Sicherheit nicht irgendwelche spezifischen Subs oder sowas. Aber selbst der fühlt sich, und das stellen wir einfach fest, fühlt sich schnell auch involviert in diese Fitnesswelt, möchte das auch irgendwie miterleben. Und kauft sich einen Booster, kauft sich ganz klar, muss zu Hause stehen, muss im Schrank stehen, gehört ein Eiweißpulver oder sowas. Ne? Also der ist auch mit von der Partie. Hat irgendwelche Riegel für unterwegs, weil es einfach praktisch ist. Im Leistungsbereich, im sportlichen Hochleistungsbereich, wenn wir jetzt mit Athleten oder Leistungssportlern zu tun haben, dann glaube ich schon, dass wenn du dich so in Grenzbereichen bewegst, selbst Kurstrainer, die 25 Kurse die Woche geben, die sagen ja, Supplements, weiß ich nicht, ich habe immer 25 Riegel in der Sporttasche oder sowas, und ich muss Basenzitrate nehmen, damit ich keine Muskelkrämpfe kriege, Magnesium, Calcium, Kalium und solche Geschichten, die brauchen vielleicht den Booster nicht, weil sie jetzt irgendwie abends noch was abreißen wollen, ne, im Studio, sondern weil sie sagen so, boah, jetzt sind noch mit dem Wagen zu dem Studio und dann habe ich heute Abend noch zwei Kurse in dem Studio. Und so ein Leistungssportler macht das nicht anders. Der hat auch 15, 20, 25 Stunden Sport in der Woche auf einem ganz anderen Niveau. Ich denke schon, dass die Subs ihre Daseinsberechtigung haben und sich mehr oder weniger im Leistungsbereich, dass sie da auch auf jeden Fall Sinn machen. Wir sind froh, dass es sie gibt, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Hat man als Bodybuilder oder Fitnesssportler besseren Sex? Es ist ja bekannt, dass durch vermehrtes Beintraining auch mehr Testosteron ausgeschüttet wird. Ist das so? Will man mehr Sex, hat man besseren Sex. Ich weiß ja nicht, wie der Sex sonst ist. Ich bin ganz zufrieden. Ich habe auch keinen Vergleich, weil ich... Ja, das startete parallel. Ne? Die Frage also können wir gar nicht beantworten. Nicht. Die war in diesem anderen Interview, was bestimmt auch bekannt ist, ne? Kam diese Frage auch auf. Und dann haben die gesagt, ich kann gar nicht, weil ich trainiere schon seitdem ich 13, 14, 15 bin und so. Also, war immer schon. Bei mir ist es nicht so. War immer schon grandios. Ich hab keinen Vergleich, keine Ahnung. Ja, oder gehen wir gleich Beine trainieren? Oder Beine oder Arme? Ich will jetzt nur noch Beine trainieren. So kommt man um solche Fragen auch rum irgendwie. Alles gut. Ja, also Vergleich. Ich glaube, wir sollten ein Jahr lang nicht mehr trainieren und nur noch bei McDonald's essen. Und dann? Dann gibt's gar keinen Sex. Ja, dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Und dann sagen wir uns vielleicht, ja, dann sollten wir wieder zum Sport gehen. Ich vermute, aber um dir eine klare Antwort zu geben, vermute ich schon. Ist Fastfood denn okay? Esst ihr Fastfood? Gelegentlich, regelmäßig, alle 10 Jahre. Dieses typische, klassische Fastfood versuche ich zu vermeiden. Ich wirklich ganz absichtlich, es schmeckt total lecker und ab und zu wirklich ganz, ganz selten, es schmeckt ja auch echt gut, ne? ab und zu ist gut. Mal so ein Burger, aber es wäre niemals so mein, wie bei vielen anderen, wirklich so ein Teil meines Lebens oder so, auf gar keinen Fall. Das ist alles das, was wir eigentlich nicht brauchen. Und ich sage auch mal, du bist, was du isst, und das ist ja so, ne? Wir werden absolut, ja, aufgebaut aus dem, was wir essen. Und ich will nie so eine Pommes werden, wirklich. Also das ist echt, da ist echt, nee, absolut vermeiden. Geht auch ohne. Ich finde es lecker, also ganz ehrlich, man sagt ja immer so, das schmeckt doch nicht und irgendwie, wenn ich mir einen Salat mache, irgendwie mit irgendwelchen Meeresfrüchten da drin und Avocado oder sowas, das schmeckt mir besser als irgendwie so ein Burger oder so ein Fritten. Auf jeden Fall. Also ich habe zwischendurch mal so Tage, da habe ich da richtig Lust zu. Mhm.
auch einen Burger zu essen, Pommes zu essen, ja. Eis und meistens in der Reihenfolge wieder zurück. Ja. Und ich esse dann so viel davon, dass ich es nicht mehr sehen kann. Und dann brauche ich es erstmal einen Monat nicht mehr. Ja. Dann ist es auch wieder gut. Aber so zwischendurch mal einen Burger oder einen Riegel Schokolade, das könnte ich dann nicht. Dann muss ich auch weitermachen. Jetzt hast du wieder neues Material. Ne? Es ist ja immer so ein Ritual nach Wettkämpfen, dass die Athleten, die Sportler sich dann alle beim nächsten möglichen, nahegelegensten McDonald's treffen. Das habe ich jahrelang auch immer mal so mitgemacht, aber mittlerweile macht mir das gar keinen Spaß mehr, weil ich einfach weiß, was da drin ist. Und ich meine, klar, sicher, es gibt viele Sachen, die schmecken auch ganz toll, nur du setzt dich ja einfach auch tiefgründiger mit deinem Körper, mit dem Bewusstsein, mit Ernährung allgemein auseinander, mal abgesehen davon, dass du es irgendwo vorleben willst oder ne, vorlebst, würde ich sagen, also für mich sind allein so diese gesamten weiterverarbeiteten Lebensmittel und auch Transfette und so weiter, die wirklich auch toxisch giftig sind, das ist jetzt nichts, womit ich meinem Körper unbedingt was Gutes tun will, weil es so toll schmeckt. Und wie du schon sagst, Simon, ne, wenn die Leute wüssten, dass wir in der Küche auch so, viele wissen es ja, ne, viele sehen es ja, ne, dass wir da so zaubern können und das dann sehen. Also man kann wirklich die wirklich leckersten, coolsten Sachen da machen, wo du dann nicht mehr denkst, irgendwie, ja, das ist jetzt gesund, das kann aber jetzt nicht schmecken. Du siehst beim Zugucken schon, das muss einfach, das knallt einfach. Ne? Von daher, ab und zu passiert das mal Fastfood-mäßig, ne, aber dann eher mehr aus so einer, ja, dass ich irgendwie schludrig war und hatte nichts dabei, hatte nicht irgendwie was unterm Arm gehabt oder in der Tasche gehabt und so. Habt ihr Ernährungs? Auf jeden Sünden? Fall. Was heißt Sünden? Sünden. Highlights? Mhm. Was ist? Unter den Sünden, ja, ich würde sagen Salami-Pizza. Also jede Art von Fast Food. Subway, Burger King, McDonald's. Eis. Eis? Dann erstmal ganz lange gar Eis. Vorzugsweise Ben Jerry's. Ja. Das ist auch meine Schwäche. Ja? Ja. Weiß. Dieses amerikanische fiese Karamell, ja. Alles. Davon bin ich weg. Je größer, umso besser. Ja. Ich bin davon weg. Ich bin umgestiegen auf Sorbet. Ja? Es gibt auch Bio-Sorbet und so. Und Sorbet ist auch der Knaller. In der Reihenfolge aber Pizza, Eis, Rotwein. Ne? So in der Reihenfolge. Aber ganz hammergeil finde ich auch diese ganzen, also Mousse zum Beispiel oder Erdnussbutter. Aber dann muss das auch eine vernünftige Erdnussbutter sein. Ja. Soll es jetzt auch nicht irgendein Trash sein. Ne? Das ist schon fast kein Cheaten mehr. Ja, ja, aber für mich ist Cheaten, ich habe mal wie soll ich sagen, ich mache ja nicht diesen Cheat Day, ich mache mir so eine Cheat Mahlzeit und versuche dann da irgendwie über 5000 Kalorien zu kommen in einer Mahlzeit oder ne? Nehme ich mir halt ein ganzes Brot und hau da drauf Erdnussbutter, Bananenscheiben, Honig und sowas. Mach mir eine Mahlzeit. Ja, aber das schmeckt Hammer. Wirklich, musst du ausprobieren. Ne? Und da gibt es so gute Sachen und so leckere Sachen. Und das ist gesund. Ich versuche einfach von den gesunden Sachen mehr zu essen. Sollen wir jetzt mal was Gesundes für zwischendurch machen? Das können wir gerne machen. Ich kann euch ja einen kleinen Smoothie machen. Haha. Ja, war so eine schöne grüne Bombe, ne? Ich habe sogar ein bisschen Protein geschrieben, Orangen, Eggprotein. Da kann ich so ein Protein, Green Protein Smoothie machen. Bin gespannt. Ja, ich habe also angefangen mit Smoothies, ich habe Proteingetränke gemacht und habe so selten Salat gegessen. Habe ich gedacht, du musst irgendwie mehr Gemüse essen. Und dann habe ich in Vanilleshake das erste Mal so einen Salatkopf reingeschmissen. Und den habe ich kaum geschmeckt. Ja. Die habe ich kaum geschmeckt und dann habe ich das Ganze so ein bisschen optimiert und mittlerweile sind die echt Bombe. Ja. Aber wir sind gespannt. Lass ich euch entscheiden. Genau, das gibt es im nächsten Video auf jeden Fall. Ein Salat. Warte, bitte. Salat. Ich mache mir so eine Fruchtschorle mit ein bisschen Alge.